Aber wenn du zu einer Sache oder zu dir vehement Nein sagst und du sie ausgrenzt, dann bist du an dieser Stelle gefangen und kommst keinen Schritt weiter. Und es ändert vor allen Dingen auch nichts an der Tatsache, dass es doch so ist. Schreib mir deine Fragen in die Kommentare und du erhältst innerhalb weniger Stunden von uns eine Antwort. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen hoch da. Wenn du kein Video zum Thema Männlichkeit, Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl und Beziehungen oder zu vielen anderen Themen mehr verpassen möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal und klick auf die Glocke. Welchen Teil von dir kannst du absolut gar nicht ausstehen oder akzeptieren? Und das fällt natürlich auch in den Bereich des Schattens. Der Schatten ist ja alles ausgegrenzt. Und dazu gehören natürlich vordergründig und offensichtlich negative Eigenschaften. Aber es sind natürlich auch positive Sachen, die du nicht lebst. Alles das, was du losgelassen hast, geopfert hast, nicht lebst, nicht anschaust, deine Unschuld, deine Neugierde, das Spielerische, all das, was am jungenhaften männliche Essenzeigenschaften im positiven Sinne, die erhalten bleiben sollte. Die meisten Leute opfern genau diesen Teil und werden dadurch lebendige Tote, weil das ist der Teil, der die Lebendigkeit gibt, dieser kleine Junge, der positive kleine Junge. Der spielerische kleine Junge, der neugierige, abenteuerlustige, sich selbst treu bleibende kleine Junge, männliche Essenz, der Teil, der wird geopfert, der Teil bleibt ungelebt, den Teil verlierst du, während du das kleine Opfer, das kleine Arschloch, gab es sogar mal das Cartoon. Das kleine Arschloch. Gab es mal in den 70er, 80er Jahren in Deutschland. Das kleine Arschloch. Dieses kleine Arschloch, das muss sterben. Da ist nichts Erhaltenswertes dran. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied, und der kann auf den ersten Blick sehr subtil oder sogar Finger, wie sagt man, Haarspalterei, die erscheinen, spitzfindig. Aber der Unterschied ist fundamental und prinzipiell, nicht graduell. Ich habe ja mal was gemacht über männliche Essenz. Und da sage ich, der kleine Bub, der ist wie ein kleiner Kater oder wie ein kleiner Hund auf die Welt kommt und will die Welt erkunden, der macht natürlich viel Blödsinn. Und das ist auch gut so, da lernst du Sachen über die Welt. Was passiert, wenn du etwas ausgrenzt, nicht anschauen kannst, nach dem Gesetz der Anziehung? Du machst es stärker. Wenn du zu einer Sache vehement Nein sagst, ist es so, als wenn du zu ihr vehement Ja sagst, aber eben auch noch emotionell so geladen, dass es wie Turbolader und Nachbrenner und Nitromethaneinspritzung ist. Es wird stärker und es stoppt dich und es ist der Hüter der Schwelle. Die meisten Leute glauben, wenn sie zu einer Sache akzeptieren, dass sie dann dazu Ja sagen und das noch umarmen und sagen, nein, das soll so sein und ich will mich auch nicht mehr verändern. Das ist nicht, was es heißt. Aber im Moment kannst du es eh nicht ändern. Im Moment ist das, was ist oder wie du bist oder was du kannst oder tust oder hast, ist das, was es ist, nichts anderes. Morgen ist ein neuer Tag. Vielleicht kannst du morgen anfangen, etwas zu ändern oder nächste Woche oder nächsten Monat. Aber wenn du zu einer Sache oder zu dir vehement Nein sagst und du sie ausgrenzt, dann bist du an dieser Stelle gefangen und kommst keinen Schritt weiter. Und es ändert vor allen Dingen auch nichts an der Tatsache, dass es doch so ist. Du kannst es nicht akzeptieren oder lassen, aber es bleibt dir erhalten. What we resist persists, sagte Jung. Alles, dem wir uns vehement widersetzen, bleibt uns erhalten. Aktion gleich Reaktion. Newtons drittes Gesetz. Was passiert, wenn du zu einer Sache Ja sagst oder sagst, ich akzeptiere es? Sagst du dann vehement Ja dazu? Nein, du sagst nur, das ist das, was ist. Und ich akzeptiere, dass es so ist im Moment, einschließlich meines Wunsches, das zu verändern. Einschließlich meiner Anstrengung, etwas daran zu ändern. Ja, ich heiße es nicht deshalb gut,
Es ist aber das, was im Moment ist. Und wenn du das nicht akzeptierst, im Moment, als das, was es ist, jetzt und hier, dann fängt es an, seine Krallen auszufahren und dir zu zeigen, wer der Stärkere ist. Und dann wirst du verlieren und es gewinnen. Es ist so. Wenn du eine Sache ausgrenzt und den Schatten in diesen Schattensack hineintust, dann wird dieser Schattensack immer länger. Dann wird es immer schwieriger und es wird immer mächtiger werden und du gibst ihm immer mehr Energie durch deinen Widerstand. Aber Widerstand ist da zwecklos. Du kannst so sagen, na, es ist das, was es ist, ich kann es jetzt mal akzeptieren, und das wirst du aber nicht unbedingt vom Kopf oder vom Willen her schaffen, sondern wahrscheinlich nur durch solche Sachen wie die Kugelübung. Was also ist es, was du nicht akzeptieren kannst an dir? Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Lass mir bitte auch einen Daumen hoch da, damit ich weiß, ob du in Zukunft mehr zu diesem Thema erfahren willst. Und es hilft mir natürlich auch, mit dem YouTube-Algorithmus mehr Menschen zu erreichen, die vielleicht auch mehr zu diesem Thema erfahren möchten. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon. Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.